Meine Damen und Herren, es ist möglicherweise heute der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr St. Augustin. Um 11.18 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in einem Motorradgeschäft in St. Augustin Niederpleis alarmiert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde dann rasch eine Bevölkerungswarnung über Nina und Cell Broadcasting ausgesprochen, damit Fenster und Türen, wenn irgend möglich, geschlossen bleiben. Wir haben für die Anwohnenden, falls es da Zurückfragen gibt, auch ein Bürgertelefon eingerichtet, das entsprechend auch heute schon genutzt wird. Es befanden sich über 200 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und darüber hinaus natürlich die anderen Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten dauern weiter. Jetzt stand 16.10 Uhr weiter an. Leider werden zwei Feuerwehrleute vermisst. Wir müssen derzeit vom Schlimmsten ausgehen. Es handelt sich um erfahrene Feuerwehrleute, ein Mann und eine Frau. Ich habe soweit möglich heute Nachmittag mit den Familien und Angehörigen sprechen können und ihnen genau diese Botschaft, dass die beiden vermisst werden. Wir keine endgültige Gewissheit haben, aber wir derzeit vom Schlimmsten ausgehen müssen. Genau diese Nachricht habe ich auch entsprechend überbracht, genauso wie auch der Feuerwehreinheit Niederpleis. Aus dieser Feuerwehreinheit stammen die beiden erfahrenen Feuerwehrleute. Nun ist die gesamte Freiwillige Feuerwehr St. Augustin außer Dienst gestellt. Überörtliche Einheiten aus anderen Kommunen haben die Durchführung der Löscharbeiten übernommen. Es gibt 11 leicht verletzte Personen. Davon wurden 5 Personen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Von den 11 leicht verletzten Personen sind auch 10 Einsatzkräfte. Das hat natürlich insbesondere heute mit der großen Hitze zu tun. Es ist möglicherweise heute der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt vielleicht für die eine oder andere Frage hier noch zur Verfügung stehen, aber ich bitte um Verständnis, dass wir dann auch zu den nächsten Besprechungen gehen und selbstverständlich werde ich im Laufe des Tages auch erneut zur Einsatzstelle gehen. Ganz kurz vielleicht nur, können Sie kurz beschreiben, wobei das passiert ist mit den zwei Feuerwehrleuten, was die gemacht haben, welche Aktionen haben. Also die Löscharbeiten dauern weiter an. Deswegen kann ich Ihnen dazu, zu dem genauen Vorgehen der Feuerwehr, keine weiteren Auskünfte geben an der Stelle. Okay, wenn sonst... Kann ich sagen, ist der im Gebäude vermisst? Es tut mir leid, also kann ich Ihnen auch keine weiteren Informationen geben. Gehört die beiden zu den ersten Einsatzkräften, die jetzt vor Ort waren? Das heißt, wie können Sie das definieren können? Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt hier an dieser Stelle Ihre Fragen nicht ausführlich beantworten kann. Aber genau diese feuerwehrtaktischen Elemente müssen erst dann, wenn auch der Einsatzleiter dann präsent ist, dann entsprechend durchgedacht werden. Da bitte ich um Nachsicht, weil ich diese Fragen jetzt nicht beantworten kann. Ein Motorradgeschäft mit angeschlossener Werkstatt in St. Augustin Niederpleis. Wenn jetzt die Frage ist nach der Brandursache, erneut muss ich um Verständnis bitten. Das ist und wird sein Aufgabe der Polizei, aber auch dort wird es natürlich noch dauern, bis da zur Aussage getroffen werden können. Das sogenannte PSU-Team ist vor Ort, um ein entsprechendes Angebot an die Feuerwehrleute anzubieten.
davon konnte ich mich auch persönlich überzeugen, dass dieses Angebot entsprechend vor Ort ist. Kann man sagen, so schon ein sehr großes Vorfall ist, so ein schlimmes Ereignis? Wie ich eingangs gesagt habe, es ist möglicherweise der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr St. Augustin. Haben Sie einen jetzt noch zwei Vermissten zu den gestern angerufen? Erneut, ich muss auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe. Zu den feuerwehrtaktischen Elementen können wir erst im Nachgang dann auch, wenn die Einsatzleitung dabei ist, weitere Ausführungen machen. Kann es sein, dass die Feuerwehrleute überlebt haben oder ist das ist schon sehr stark? Ich muss mich leider genau auch vom Wortlaut her mit dem wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Die beiden Feuerwehrleute werden vermisst und wir müssen derzeit leider vom Schlimmsten ausgehen. Da würde ich an dieser Stelle jetzt um Verständnis bitten und diese Pressekonferenz jetzt beenden. Wir versuchen selbstverständlich über Pressesprecher der Stadt und Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sie dann auch in den kommenden Stunden und Tagen auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank. Hier sperren sie nur so ganz wenig ab und drüben so viel. Meine Mama ist verstorben und er hat nur noch ein Gemüse eingeschickt, die Jungen und seinen Vater. Polizei haben sie nicht kontaktiert. Aber nur diese Seelsorge nach vorne. Ist das gestattet eigentlich hier? Ja. Ich muss mir nicht so fotografieren hier. Oh, ist unser Presserecht, aber... Ich will aber nicht am Bild da, ne? Der macht dazu gar nicht. Ja. Kann ich die Einsatzführung, ja? Den interessiert ihn nicht. Und Sie machen einen Verwaltungsakt auf, und dann gibt es eine längere Geschichte, das sage ich Ihnen. Gut, dann ist es ja gut. Dann bleiben wir dabei jetzt.
dürfte mit seinem Einladen.
einen Kopfhörer drauf. Also ja, dann haben wir nur 8 auf die Du kriegst einmal die Joysticks, dann geht der Druck vom System runter. Dann kriegst du die Leitung besser drauf gedreht.